Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4 in einer weiteren Folge, wo ich vorher alles wieder verkauft habe, wie immer, ist ja momentan irgendwie gang und gäbe. Und wir uns jetzt auf den Weg machen Richtung Südwesten, denn da sollen wir als nächstes hin. Unsere Aufgabe lautet, beschaffe die Speicherlaufwerke. Da werden wir jetzt mal hingehen. Mal sehen, ob uns das so gelingen wird. So einfach, ohne wieder abgelenkt zu werden. Wir laufen jetzt quasi genau am Hotel vorbei. Mal sehen, welche Gefahren jetzt auf uns lauern werden. Hier die Rettungsringe können wir nochmal mitnehmen. Stimmt, wir waren ja hier mit der Siedlung noch gar nicht fertig. Da hatte ich ja hier die Markierung und konnte diese ja noch gar nicht einnehmen. Dann gehen wir mal wieder zur Siedlung hin. Hier sind wir so langsam wieder in der Siedlung drinne. Die Red Rocket Station. Bei diesem Gebäude hier waren wir. Jetzt kommen wir so langsam dahin, wo wir auch hin wollten. Haarblume nehme ich mal eben mit. Hier haben wir auch schon alles nachgesehen. Ein Kaninchen, okay. Das ist mir ja neu. Dass hier Kaninchen rumlaufen. Okay. Sehr interessant. Ach du Scheiße, ist das hier wieder groß. Wir kommen von einem Riesengebiet zum nächsten. Also nichts, wo du mal eben so durchläufst und sagst, yo, fertig. Southwest Harbor. Ach ja, und da ich ja gerade die Werkbank sehe, die Waffe hat gar kein Magazin, das man modden kann. Nur um das nochmal kurz zu erwähnen. Hatte ich überprüft, ging nicht. Ich speichere lieber mal. Wer weiß, was hier auf uns dauern wird. Feinsteller, wie mir scheint. Hört sich das zumindest an. Ja. Okay, Feinsteller. Die werden wir dann erledigen. Gleich. Oder jetzt. Oh, jetzt habe ich schon außersehen wieder zu viel gelootet. Zum Glück nicht alles, denn der restliche Kram ist unnütz. Und wo denn noch? Ich dachte gerade, ich hätte mehrere Schüsse abbekommen. Warum lasten so ohne Kopf? Ah doch, er hat ja doch noch seinen bescheuerten. Das sieht echt so bescheuert aus mit der Hummer-Feinhelm. Sehr, sehr merkwürdig. Nö. Nö. Nehmen wir dann doch nicht mit. Was hat der Schönes für uns? Ja, die nehmen wir mal mit. Die schießen auch auf irgendwas. Ich weiß nur nicht auf was. Oder die machen Schießübungen, wie auch immer. Wir werden gleich auch mal Schießübungen bei denen machen. Alles mit der Zeit. Nur die Ruhe. Hier kann man es sich gemütlich machen. Ein bisschen Munition, dass wir noch dafür kriegen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, die nehmen wir mit, den restlichen Kram brauchen wir nicht. Also das eine Teil. Ist hier noch was? Nö, aber die Vase nehmen wir mal mit. So, dann schauen wir uns noch mal hier hinten oben. Eine formschicke Kochstelle. Hier waren wir ja eben erst.
Den hätten wir beseitigt. Da. Wir sind hier irgendwo. Gerade als ich dachte, noch kannst du weglaufen. Zeig mir dein Gesicht. Rein, denke ich. Das war nett von dir. Ein Geschütz. Kommt jemand. Oh, der ist ja gut weggeflogen. Der ist auch gut weggeflogen. So, die hätten wir alle erledigt. Das war wohl ihre kleine Base hier. Fleischhaken brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Kannst du behalten. So, dann schauen wir uns mal hier in der Hütte um. Okay. Das brauchen wir nicht. Schach gespielt haben sie zur Abwechslung. Und hierauf haben sie geschossen, auf die Puppen oder was? Okay. Kann uns ja egal sein. Jetzt sind sie auf jeden Fall tot. So, wie sich das gehört. Was hat er Schönes für uns? Ja, die Kampflinte nehmen wir mit, Schrotpatronen. Restlichen Kram brauchen wir nicht. Chemlabor haben sie ja auch. Vorkriegsgeld. Und ein bisschen was zu trinken, ein paar Teller, also Trinkbecher. Die Gefriertruhen sind schon lange leer. Geschützturm räumen wir auch mal leer. Was hat er denn noch Schönes für uns? 38er Patronen, naja. Wirklich nicht brauchbar. Und hier oben. Ein Bett. Eine Atommine, okay. 10mm Patronen. Und unser Fusionskern piept. Sind wir denn überhaupt schon richtig? Nee, noch nicht ganz. Südlich, da irgendwo. Ach, hier. Hier brennt ja auch alles. Speicherlaufwerk, ja, gar nicht mal so klein. Sprich mit Faraday. Kapitänsmütze brauchen wir nicht. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Ein Schlüssel. Fusionskern. Gucken wir mal genauer rein. Das nehme ich auch mit. Das auch. Oh, das auch. Das nicht. Aber einen Schlüssel haben wir hier nicht. Zumindest sehe ich ja keinen Schlüssel. Ich wüsste nicht, wo der sein sollte. Keine Ahnung. Da haben wir noch eine kleine Fabrik. Das ist die Windfabrik, glaube ich, ne? Müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt sowieso darüber. Wir sollen ja jetzt eigentlich mit Faraday sprechen. Das machen wir dann noch. Ja komm, dann gehen wir direkt mal zur Windfabrik rüber. Und dann nächste Anlaufstelle hier unten. Leuchtturm von Brooks Head. Na gut, dann machen wir das eben so. Aber da vorne ist auch irgendwas in diese Richtung. Es ist wohl was weiter weg. Komme ich da jetzt so irgendwie rüber? Ohne abzusaufen, ich versuch's mal. Na, ja, hat zumindest fast geklappt.
Aber so kommen wir hier auf jeden Fall rüber. Interessant, interessant. Also die einzelnen Boote hier, wenn wir jetzt nicht alle durchsuchen. Und dann machen wir das vielleicht doch. Vielleicht machen wir das ja doch. Zumindest das hier. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ein Hauch von nichts und hier oben. Auch gar nichts. Hat sich ja total gelohnt. Fusionskern entfernt. Da könnten wir auch noch hin. Da ist auch eine kleine Kapelle unten zu sehen. Eine Ausgrabungsstätte und da so ein Staudamm-Dingens. Da gehen wir aber nicht hin. Wir machen das erst, wenn wir da eine dazugehörige Quest bekommen. Nicht jetzt einfach so, nachher müssen wir da per Quest hin und das ist dann auch doof. Das hier machen wir, weil das liegt ja direkt auf dem Weg quasi. Ob ich da bis zum Rohr hinkomme? Zeit zum Sterben. Natürlich Supermutanten. Wim Pop Fabrik. Und es wimmelt hier nur so von Supermutanten. Wunderbar. Nö, ewig verstecken will ich mich auch gar nicht. Supermutanten Kriegsfürst. Was? Damit einen Raketenwerfer auf mich schießen, Drecksack. Da kommen sie. So ein nerviger Dreckskerl. Verabschiede dich schon mal. Verdammt. Haben die Spur verloren. Den hätten wir beseitigt. Mann, 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 Mann. Raketenwerfer nehmen wir mit. Arbeiten wir uns mal von oben nach unten. Das ist schon wieder so ein Riesending. Hoffen wir, dass die nicht wiederkommen. Das wird auch nicht so einfach zu durchsuchen. Und schon wieder Supermutanten. Mann, Mann, Mann. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal hin per Quest. Ich weiß es nicht. Aber wenn du danach gehst, dann darfst du ja irgendwie nirgendwo mehr lang gehen. Nur noch direkt zu einer Quest und gar nichts mehr machen. Boah, das ist aber echt riesig hier. Puh. Ich weiß das große Ziel zu schätzen. So, der hat sich ja top versteckt. Da sind aber noch irgendwo welche. Mal wieder hier rein, damit wir uns dann auch hier durcharbeiten. Oh Mann, das wird wieder so ein Abenteuer hier. Hier könnten wir wieder runter, hier könnten wir rein, da will ich aber noch nicht rein. Erstmal außenrum alles machen. Diesmal machen wir das anders. Erstmal außen alles und dann innen. Bei dem Motelkomplex haben wir das ja so beides quasi gemacht. Außen, dann innen. Wim Kapitänsmischung, okay. Interessant. F und E für Terminal, Benutzeraufzeichnungen. Der Geschmack von Maine. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Marketingabteilung will, dass ich ein neues Getränk entwickle, aber alles, was wir von ihnen dürfen, was wir von ihnen dafür erhalten, ist der Geschmack von Maine. Ich schwöre bei Gott, Norman glaubt wirklich, dass die
Dinge wie von Zauberhand erscheinen. Wenn er ein paar Worte zusammenfügt, was soll das überhaupt bedeuten? Na gut, Sie wollen den Geschmack von Maine, dann sollen Sie ihn auch bekommen. Eigentlich gar nicht schlimm. Nach dem Absenden einiger wütender Briefe wollte ich Ihnen zeigen, wie dämlich diese Idee war. Wir nahmen ein paar Flaschen des klassischen Vim und vermischten es mit Farnspitzen, Hummerschalen und einer Reihe weiterer Konzentrate. Ich war mir sicher, dass es absolut ekelhaft schmecken würde. Die Sache ist nur, dass der Geschmack zwar durchaus seltsam ist, aber eigentlich nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Wenn wir vielleicht ein bisschen am Geschmackprofil arbeiten würden, mit Gewürznelken oder Astern, aber egal, wir können es mit einem Geschmackstest versuchen. Wenigstens hält sie mir das vom Leib, während ich versuche, was anderes hinzubekommen. Es geschieht also wirklich. Gerade habe ich die Probeetiketten von Mr. Red bekommen. Die ziehen dieses verrückte Ding wirklich durch. Obwohl es den Testern zufolge einen frischigen Geschmack hatte, scheinen sie es wirklich zu mögen. Das Asternkonzentrat scheint das Aroma des Hummers zu überdecken. Irgendwie, ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum so etwas den Leuten schmeckt. Anscheinend soll das Getränk Captains Mischung heißen, zumindest vorerst. Tja, das ist verrückt. Einige unserer Geschmackstester haben berichtet, dass ihr Schweiß nach dem Trinken des Captains der Captain-Mischung seltsam riecht. Wirklich überrascht bin ich nicht. Immerhin ist da ja eine Menge Hummer drin. Aber das war noch nicht alles. Einer der Tester meinte, er wäre von Beruf Fischer und würde den Geschmack sehr mögen. Er hat den anderen Testern schon Kisten abgekauft, um sie auf sein Boot zu bringen. Verrückterweise behauptet er, dass die Hummer ihn seltener aus ihren... Käfigen heraus angreifen, wenn er die Captains-Mischung getrunken hat. Klingt lächerlich, aber was, wenn es wirklich stimmt? Interner Mail-Transfer. Red, tun Sie einfach Ihr Bestes. Absender Red. Iris, ich weiß, es klingt dumm, aber Norman kennt dieses Geschäft. Wenn er sagt, unsere beste Taktik zur Steigerung der Marktbekanntheit sei es, ein Getränk als regionale Spezialität darzustellen, dann hat er sicherlich auch die entsprechenden Zahlen, um das zu belegen. Sie wollen ja keine Wunder wirken, aber es wenigstens versuchen. Ich für meine Begriffe weiß absolut nicht, was der Geschmack von Maine überhaupt sein soll, habe aber vollstes Vertrauen in Sie. Doyle Red. M. Young. Seltsame Abrechnungen. Mrs. Mason, Sie müssen mir einige Dinge erklären, bevor ich diese Abrechnung genehmigen kann. Wie ich sehe, wurden fast $10,000 auf dem Fischmarkt ausgegeben. Stimmt das? Was um alles in der Welt haben Sie dort für so viel Geld als mögliche Bestandteil eines Erfrischungsgetränks gekauft? Ich sage ja nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben, aber ich muss wirklich wissen, was das Rezept enthält, bevor ich die Abrechnung genehmigen kann. Madison Young. Vim-Rezepte. Vim-Rezepte hinzugefügt. Yay. Das hat ja schon mal geklappt, ohne dass wir in der Fabrik waren. Hier oben erfährt man also auch schon einiges. Ofenhandschuhe, wunderbar. Hier eine kleine Küche. Ah, Cam wollen wir jetzt hier nicht kochen. Vim nehmen wir mit. Nochmal eine kleine Küche. Aha, da war ein Aster drin. Nett. Und hier haben wir dann auch mal eben alles gelootet. Von wo kamen wir jetzt? Von hier kamen wir auf jeden Fall nicht. Oder? Bin gerade verwirrt. Derer Blutsack. Nehmen wir auch mal eben alles mit, genauso wie das hier. Wir essen heute nicht als Abendessen. Oh nein!
Wir haben ihn getötet, bevor er das Ding gezündet hat. Das ist sehr gut. Puh. Hast du sie gesehen? Das nehmen wir mit. Du musstest einfach wiederkommen, was? Rückzug, sagte er. Okay, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Kann nicht weit sein. Dann gehen wir halt hier jetzt runter. Step by step. Und da müssen wir uns natürlich noch um das Innenleben kümmern. Form schick. Was wär das sein? Ich bin's nur, der von eben. Oh. Das gibt's doch nicht. Zweimal daneben geschossen. Also hätte ich ja das mit dem Ziehen lassen sollen und einfach so schießen sollen. Hätte, glaube ich, besser geklappt. Naja, hier sind wir nochmal in der Umkleide, glaube ich. Oder etwas in der Art. Hier kommen wir wieder in die Wim-Fabrik rein. Also sehr viele Ein- und Ausgänge hat das Ding. Ein Glas. Granaten, okay. Industrieölkanister, okay. Geht das jetzt hier rein oder ist das jetzt nur so eine Tür, um einen Durchgang zu öffnen? Sieht mir nach einem Durchgang aus. Wir versuchen es mal und cool. Es sieht gut aus. Jetzt sind wir hier auch schon wieder woanders. Oh, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Das ist so verwirrend hier. Sehr verwirrend. Planke. Ah, hier hatten wir den einen ja runtergeschossen. Hatten wir den hier gelootet? Ja, den hatten wir gelootet. Gut. Ich gönne mir mal eben Stimpak. Dosen nehmen wir mal mit. So, von da kamen wir gerade. Kühlmittel. Also hier muss man echt mal den Durchblick behalten. Ist echt nicht gerade einfach. Vor allem, wenn wir so einen komischen Weg hier reingegangen sind. Hier geht es rein in das Büro vom Wim. Aber das wollen wir ehrlich gesagt noch alles gar nicht machen. So, hier kamen wir eben durch. Dann gehen wir auch mal hier wieder lang. Hier geht es rein in die Wim-Fabrik. Okay, gut. Dann können wir jetzt hier wieder rein und dann rechts entlang. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Hier den ganzen Krempel. Der Innenhof. Hier kommen wir wahrscheinlich nur wieder in die Fabrik rein. Firmenhauptsitz. Also es ist echt sehr verzweigt hier. Sehr verwinkelt das Ganze. Wir hätten, glaube ich, erstmal vor dem Eingang direkt reinkommen müssen. Stange Zigaretten. Nein, ich schände keine Leichen. Nein. So, dann springen wir jetzt einfach mal hier runter. So, zack. Und dann machen wir das jetzt mal hier ganz normal. Wie man es eigentlich machen sollte. Durch den Haupteingang rein und dann alles leer und alles abluten und überhaupt alles kaputt schießen. Nicht so ungewöhnlich, wie wir jetzt hier gerade reingegangen sind. Das war ja nun wirklich nicht der Haupteingang. Ich glaube, das tut sich gerade relativ wenig. Wir kommen jetzt wieder auf Selby hinaus, ne? Ja, irgendwie schon. So, dann gehe ich mal eben da hinten hin und das scheint mir da hinten der Haupteingang zu sein. Und dann da hinten runter.
glaube, hier sollte man regulär reinkommen. Eine eigene Garage haben sie auch noch. Da geht es sogar noch runter. Wir schauen uns erstmal hier am Eingang um. Also echt ein Riesending nach dem anderen. In der letzten Folge das Gebäude, Hotel. Und jetzt dieses Riesenkomplex. Ein Riesending nach dem anderen. Zielwasser habe ich heute auch nicht gefunden. So, schießen wir die halt in den Torso. Der ist gerade eh am Zappeln, dann erlösen wir ihn mal. So, das hätten wir. Fusionszellen, Splittergranaten und ja, komm, die ist auch was wert. Was haben wir hier Schickes? Jede Menge Knochenkram von den armen Personen, die sie hier auseinandergerupft haben. Oh Gott, ey, wenn wir diese Fabrik dann gemacht haben, da sind wir sowas von voll wieder. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen im Endeffekt das Dreifache an Loot tragen müssen, tragen können. Firmenhauptsitz, da gehen wir gleich als erstes rein. Aber ich will mich doch ganz kurz hier umschauen und dann können wir da auch reingehen. Okay, hier ist so eine brennende Tonne. Ja gut, komm, den Ghoul lassen wir da mal in Ruhe. Die Welt geht hier gerade sowieso irgendwie unter. Aber dafür kann ich hier noch ein schönes Thumbnail machen. Von der Windfabrik, von dem Eingang. So. Ach ja, die Tiefgarage müssen wir auch noch machen. Stimmt ja, habe ich schon fast wieder vergessen. Okay, der jault noch, obwohl er schon tot ist. Dennoch ruft er nach Verstärkung. Aber Verstärkung wird nicht kommen, es sind alle tot. Hier geht es nur wieder hier hoch, geht es jetzt auch wieder in die Wim... Boah, ey, wie krass, wie viele Eingänge hat dieses Ding? Das hat ja 10.000 Eingänge. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas Interessantes? Verkäufer, Kronkorb, Nudelschale, Tato, den Rest kann er behalten. Und eine leere Metallkiste. Nun gut, jetzt gucken wir uns nochmal am Hof um und dann rein in die gute Stube. Gut, dass wir direkt eigentlich hochgegangen sind wegen den Typen mit den Raketenwerfer. Der wäre uns sonst mächtig auf den Nerv gegangen, wenn wir von der anderen Seite gekommen wären. Den konnten wir durch Glück und Zufall direkt dadurch dann abwehren. Hier geht es dann auch nochmal rein. Das ist die Fabrik an für sich. Dann gehen wir direkt zum Hauptfirmensitz rein. Was machst du denn hier? Interessant. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt herkommt. Oder herkam. Kommt man hier durch das Rohr irgendwie weiter? Sieht mir nicht danach aus. Nö. Na gut, dann zum Hauptfirmensitz. Da wollen wir dann mal rein. Und mal anklopfen und schauen. Da wird es wahrscheinlich nur so von Supermutanten wimmeln. Aber damit muss ich halt rechnen. Nick, können wir auch noch ein paar Sachen geben, glaube ich. Ich bringe deine Eingeweide. Was? Können wir gerade erst rein hier? Da werden wir direkt begrüßt. Ich sehe aber auch gar nichts hier.
hätten wir. Mal kurz nachladen. Legendärer Supermutanten-Kriegsfürst, aber ihn hätten wir auch besiegt. Weil ich denen direkt nachgelaufen bin. Was hat er denn dabei? Sturmgewehr, Netz und Radiumgewehr. Schadensresistent beim Ziehen, naja. Gut, der Schaden ist okay, aber sonst finde ich das jetzt nicht so als der Burner. So, dann müssen wir mal eben gucken, dass wir uns hier ein bisschen mal verarzten. Einmal Redaway. Und dann essen wir uns mal ein bisschen Krempel. Nudelschale. Hundefutter aus der Dose. Fleisch und Bohnen. Aufbereitetes Wasser. Sind wir zwar immer noch überladen, aber Nick kann ja gleich auch noch was für uns tragen. Hoffe ich doch. Da unter all dem Zeug noch jemand? So, den Vorschlag kann man ja behalten. Nick, komm mal runter. Oder wo auch immer du bist. Da bist du ja. Aufgepasst. Handeln. Ah, was hast du denn für ein Kram? Na gut. Dann behalt das mal. Du kriegst doch mehr Schrott von mir. Müllen wir dich erstmal komplett zu. So wie sich das gehört. Und dann arbeiten wir uns hier durch. Boah, das ist echt eine Menge Müll. Die ganze Zeit die E-Taste spammen. So. Kann ich was für dich tun? Nö, jetzt nicht mehr. So, von wo kamen wir rein? Von da. Jetzt machen wir das erstmal Step by Step hier, sonst verliere ich vollkommen den Überblick. Na, kommt keiner mehr zum Empfang. Der Empfang ist geräumt. Hier ein verbranntes Buch brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier noch so? Der eine Planke, die brauchen wir auch nicht. Gut, das ist die Haupthalle. Nehmen wir mal eben das Zeug hier mit, auch wenn wir uns ein bisschen verbrannt haben. Hier sind die Toiletten. Ah, hier wieder kleines Gimmick, okay. Interessant, interessant. Aber die looten wir natürlich auch weg. Die mal mit ihren Teddybären. Mit den Sonnenbrillen. Mit den lustigen Geschichten. Also was man sich zumindest darunter vorstellt. Meist eher so irgendwie versaute Dinge. Also so wie die Teddybären positioniert sind. So, hier haben wir die nochmal ein Häuschen im Haus gebaut. In der Halle. Okay, interessant. Hier ist der Wim-Kino-Saal, wie mir scheint. Wurde mit einem Hammer erschlagen. Das brauchen wir nicht, den ganzen verbrannten Kram. Na gut, dann gehen wir gleich in das Haupthaus, gucken uns erstmal hier im Kinosaal um. Wo auch irgendwie gar nichts ist. Auch okay, dann können wir direkt weiter. Hier geht es hoch. Hier wieder zu dem Haupthaus. Hier geht es, keine Ahnung wohin. Vielleicht auch nur so eine kleine Besenkammer. Geschafft. Ja, es ist eine kleine Besenkammer. Und Abraxo, Putzmittel darf in keiner Besenkammer fehlen. Absolut nicht. Hier geht es wieder nach draußen zum Parkplatz. Hier Fabrikboden. Ah, später. Wir machen erstmal den Hauptsitz. Wo würde es denn hier hingehen? Achso, hier hin, okay. Na gut, machen wir erstmal die eine Etage. Schauen wir uns erstmal hier um. Achso, okay, hier geht's wieder raus. Hundenapf nehmen wir mit. Das Fleisch können wir nicht mitnehmen. Ich will auch gar nicht wissen, was für ein Fleisch das ist. Wimmerfrischung. Besichtigungsterminal. Präsentation, die Geschichte von Wim.
Erwachsene, was, 40 US-Dollar, Kinder 30, okay. 20% Rabatt beim Erwerb, okay. Fabrikbesichtigung, Geschmackstest. 70. Führungsnotizen. Das 1931 gegründete Unternehmen Wim ist einer der landesweit ältesten Hersteller von Erfrischungsgetränken, das ursprünglich als Gesundheitstonikum verkaufte Produkt brachte es mit den Jahren zu großer Beliebtheit. Obwohl die Verbreitung in allen Bundesstaaten im Vergleich zu gewissen Konkurrenzprodukten langsamer zunahm, ist Wim eine Traditionsmarke, die in Kürze sogar zum offiziellen Getränk des Staates Maine ernannt werden könnte. Die Vorderseite, durch die sie das Gebäude betreten haben, ist eine Nachbildung der im Jahre 2026 niedergebrannten ursprünglichen Fabrik. Die Firma befindet sich nach wie vor im Besitz der Familie Red. Folgen Sie bitte in den Kinosaal, wo Ihnen ein kurzer Film über die Geschichte von Wim wo wir Ihnen eine Geschichte von Wim präsentieren möchten. Weiter zum Kinosaal. Besichtigungsnotiz 3. Hinweis: Warten Sie, bis Sie die Besucher nach der auf die Präsentation. Was? Bis Sie. Mein Gott, ich kann heute echt nicht lesen. Warten Sie, bis Sie die Besucher nach der die Geschichte von Wim folgende zu 10-minütige Pause wieder versammelt haben. Mein Gott, ey. Nachdem Sie nun etwas über die Geschichte von Wim erfahren haben, werden wir in Kürze mit der Fabrikbesichtigung und dem Geschmackstest fortfahren. Erleben Sie, wie unsere beliebten Getränke hergestellt werden und probieren Sie einige der zurzeit entwickelten neuen Geschmacksrichtungen aus. Wenn Sie an den Besichtigungen nicht teilnehmen, können Sie im nebenan befindlichen Souvenirladen eine Reihe schöner Geschenke finden. Falls Sie eine Kiste Wim nach Hause oder zu einem Ihrer Liebsten schicken möchten, dürfen Sie erfreut sein zu hören, dass wir mittlerweile auch internationalen Versand anbieten. Besucher, die gerade erst dazugekommen sind oder solche, die Besichtigung mit uns fortsetzen, achten bitte auf ihren Schutzhelm. In 5 Minuten geht es weiter. Also heute ist echt mit Lesen und Schlösser knacken und Zielen. Also heute bin ich echt ein bisschen unkonzentriert. Weiß gar nicht, woran das liegt. Ja gut, ich habe heute schon den ganzen Tag aufgenommen. Vielleicht könnte es daran liegen. Hier vor Stoneheart. Jetzt schon ein paar Folgen Fallout 4, jetzt habe ich einen Vorschlaghammer mitgenommen. Den kriegst du schön wieder. Und jetzt gleich sogar danach nochmal eine Runde Siedler 2. Also heute ist echt der Aufnahmetag bei mir. Aber wenn man die Zeit hat, sollte man sie nutzen. Und heute habe ich die Zeit. Gut, aber wie dem auch sei, wir schauen uns hier weiter um. Wim Fabrik, da gehen wir noch nicht hin. Ein Helm und Kleber nehmen wir mal mit. Obwohl, den Helm hätten wir auch da liegen lassen können. Egal, jetzt gucken wir mal hier oben nach. Ja, hier würde man nur wieder runterfallen. Hier ist aber noch ein Safe, den wollen wir natürlich entsperren. Klappt natürlich super. So, das hat funktioniert. Und da nehmen wir mal eben alles mit. So, das wäre dieser Raum gewesen. Hier der Versammlungsraum, hier Captains Mischung. Also Hummer ist im Wim. Jetzt wissen wir es ja. Irgendwie ekelhaft, aber gut. Also ich stelle mir das sehr ekelhaft vor. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Hummer. Hummer schmeckt ja eigentlich ganz gut. Auch wenn ich zu faul bin, mir die immer rauszuholen. Also das Hummerfleisch rauszuholen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber vom Geschmack her kann man Hummer auf jeden Fall mal probiert haben. So, jetzt will ich aber mal ein Safe irgendwie aufbekommen, ohne hier Probleme. Aber es ist wohl irgendwie heute nicht drin. Nehme ich mal alles mit. Madison's Terminal. Bei dem Terminal helfen? Du musst mich nur fragen. Wim Fabrikdach, da wollen wir auch noch nicht hin. Hier liegt noch ein Ventilator rum.
Schauen wir uns hier mal eben noch um und dann können wir mal das Terminal von der Madison durchsuchen. Okay. Da liegt sonst nichts. Verbessertes Schloss. Hey, wow, es klappt jetzt auch nochmal. Ich sag ja immer nur beschweren, dann klappt es auch. Teddybär. Okay, nochmal. Passwort des Wim-Chaos. Okay. Also C-O. C-E-O-S. Mein Gott. Die Insel, hier geht's raus. Na komm, dann lesen wir eben das hier noch und dann hinten das Terminal von der Madison. Und dann gehen wir zu dem Bodenanlage. Passwort erforderlich. Es ist passiert. Achso, ja, das wissen wir schon. Achso, nee. Die Sirenen sind losgegangen. Ich habe mich in meinem Büro eingeschlossen, aber der Bericht im Radio war, die Berichte im Radio waren beunruhigend. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie hier angreifen würden, aber wer weiß, was die Chinesen vorhaben. Scheiße, gerade habe ich eine Explosion vor dem Gebäude gehört. Das können sie nicht sein. Warum sollten sie denn eine Fabrik für Erfrischungsgetränke angreifen? Oh Gott, ich muss hier verschwinden. Treffen mit Investoren. Anscheinend muss ich mich mit den Vorstandsmitgliedern treffen, um das mit diesem Übernahme-Chaos hinzukriegen. Ich werde mich nicht von Nuka dazu drängen lassen, die Firma zu verkaufen. Den Kampf um das Quarz-Warenzeichen haben wir bereits verloren. Wahrscheinlich müssen wir den Verkauf bis zum Ende des Jahres einstellen. Ich muss sie nur dazu bringen, zuversichtlich zu bleiben, bis wir die Kapitänsmischung rausbringen und unsere Getränke in allen Bundesstaaten verkaufen können. Es ist fast alles soweit. Jetzt müssen wir nur noch die letzten Hürden überwinden, um im großen Maßstab konkurrenzfähig zu sein. Interne Mailtransfer. Investoren haben Conroy angerufen. Sir, ich wollte Sie nicht übergehen. Die Investoren haben mit Vernon Conroy gesprochen und gedroht, ihren Anteil nach den verschiedenen finanziellen Problemen im letzten Jahr direkt an ihn zu verkaufen, falls wir nicht wenigstens ein Treffen einberäumen und die Situation direkt mit ihm zu besprechen. Selbst mit einem Anteil von 5% würde er einen Sitz im Vorstand erhalten und Sie müssten ihn sowieso treffen. Wie soll ich nun vorgehen, Madison Young? Weirut, wir werden angegriffen. Mr. Red, ich weiß, dass Sie auf dem monatlichen Treffen die Probleme beim Vertrieb als reine Zufälle dargestellt haben. Aber bei allem nötigen Respekt, Sir, da liegen Sie falsch. Das sind nicht nur irgendwelche Überfälle oder Diebstähle. Unsere LKWs wurden gestohlen. Es wurde auf sie geschossen. Unsere Fahrer wurden überfallen. Und selbst die Techniker melden seltsame Vorfälle mit den Maschinen. Das ist nicht einfach nur Pech, sondern ein Angriff auf die Firma. Wenn sie nichts dagegen unternehmen, verlieren wir Personal. Willis Rudd. Captain's Mission. Von Mason. Mr. Red, ich kann gar nicht glauben, dass die Leute dieses... Okay, das haben wir ja schon quasi gehört. Ein weiteres Angebot von Mr. Conroy. Mr. Red, Vernon Conroy von Nuka hat heute wieder angerufen. Er hat das ursprüngliche Übernahmeangebot von um 5% erhöht und will Kopien davon an unsere Investoren schicken, falls sie ihn nicht zurückrufen. Möchten Sie das Angebot wirklich nicht annehmen? Mit unseren Finanzen steht es schon seit Jahren schlecht. Sir, ich weiß, dass die Firma der Stolz ihrer Familie ist, aber es wäre es wirklich so schlimm, unter dem Dach von Nuka zu arbeiten, Madison Young. Okay, die hatten wohl einen Konkurrenzkampf mit Nuka geführt. Aber das war ja irgendwie klar, weil Wim ist ja nur so kleinerer Hersteller, ein kleineres Getränk. Gar nicht übel. Und jetzt haben wir da ein bisschen mehr erfahren.
Marketing Terminal. Aber gut, ich sehe gerade am Timer, also Marketing Terminal und das Terminal von der Madison. Das müssen wir erst in der nächsten Folge anschauen, denn wir sind schon bei einer Überlänge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Die nächste Folge erscheint wie immer übermorgen und bis dahin, tschüss.